In der letzten Folge. Tja, Deli, ich habe was Dummes gesagt. Jetzt hat sie das gesagt. Das heißt, du musst... Das ist relativ simpel. Da war ich nicht da. Dementsprechend wurden wir mit Geld beworfen und haben uns gefreut. Das stimmt halt. Sehr gut. Ich wollte halt sowieso nicht mal so ein... Also, ich wollte halt kein Zusammenfassungsintro, weil es tatsächlich sinnlos ist. Sinnlos ist das. Aber irgendwas wollte ich. Was war denn das? Dir einen runterholen. Ja, aber... Ich bin zu schüchtern im TS. Das auch, ja. Ja, wird mir schon wieder einfallen und dann... Dinge. Viel Spaß und Penisse. Sind geil. Das hast du jetzt gesagt. Ich meine das auch so, wie ich sage. Das hast du gut beobachtet, Teddy. Dein Wahrnehmungswurf war ausgezeichnet. Also, ihr kleinen Nasen. Ich kriege das bestimmt hin, das jetzt richtig zu machen. In Klammern wird schon keiner merken. Nachdem, wo das letzte Mal was gerissen habt. Also so halb. Ach ja, Flummi hatte ja auch eine Kugel im Bein. Das passt ja eigentlich alles ziemlich gut. Ein paar Tage später kriegt, ich glaube es war Kaban in Bilderrahmen zugeschickt. Ich glaube, das war Nummer, groß. Ich habe halt nicht mal gefragt, was drauf ist. Alter, insane. Er ist also echt ein krass geiles Bild. Wenn du es dir genauer ansiehst, ist da quasi eine Möglichkeit, in Sheep einzustecken. Dann stecke ich da einen Chip an. Da sind sehr viele Daten drauf, von denen du bestimmt ein Drittel verstehst, denn du hast diesen Skill nicht, den Gandhi hat, und der ist nicht mal da. Auf jeden Fall geht es da wo um Finanzdaten, und du weißt nicht genau, von wem er kommt, aber sie sind echt tiefgründig mit verschiedenen Stiftungen und verschiedenen anderen Sachen, wo A, Kapital gelagert wird und B, Kapital gewonnen wird. Könnte schon sein, dass ich das vielleicht so ein bisschen auf Operationen bezieht, die von der Woche von Jäger sind oder so, keine Ahnung. Achso. Wie war das? Jäger war noch unser Freund, ne? Nee, also der ist tot. Ja, ich meine, ja. Richtig, da war was. Ernsthaft jetzt, Deli? Ich erinnere mich an was. Das war nicht ernst gemeint, oder? Ey, das ist 2 Wochen her und Deli und ich wissen immer nicht, was letzte Woche war. Verzeih es. Das war so, ich hab das ausgesprochen und dachte mir so, Moment, nee, der ist tot. Aber auch Tote können ärgerlich. Freunde sein, also, ne? Das stimmt, aber der andere war der komische Magier, der uns direkt mal eines Großteils, nicht eines Großteils, aber eines beträchtlichen Teils unseres Turfs berauben wollte und gleichzeitig, so wie ich das verstanden habe, uns dazu zwingen wird, wesentlich mehr abzudrücken, als wir es bis jetzt tun. Richtig. Das stimmt. Mit einem Freund Igor war unser Freund, der Typ ist ein Assi. Richtig. Hässliches Schwein. Habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Du hast recht. So, nichtsdestotrotz könnte das dieses Schwein in Bedrängnis bringen. Dementsprechend freue ich mich darüber. Und gehe damit zu Jojo. Du wirst noch ein paar K haben, ne? Ja, die sitzt in ihrem Zimmer. Klopf, klopf. Wer da? Der Einzige, der hier klopft in diesem Haus. Das stimmt. Dann beweg dich herein, du Einziger, der da klopft in diesem Haus. Jawohl, ich komme rein. Ich habe Post gekriegt. Ich weiß zwar nicht von wem, aber er meint es anscheinend gut mit uns. Okay. Ich werf dir den Schiff rüber. Hä? Guck rauf. Sie guckt. Sieht dasselbe. Das ist übrigens gar nicht ganz so wenig. Da brauche ich jetzt ein bisschen, um das zu lesen. Und kurze Zusammenfassung? Jemanden mit einem Schulabschluss, der das versteht. Könnte sogar sein, dass du mehr brauchst als einen Schulabschluss. Also, Scheiße. Was ich daraus verstanden habe, war, damit können wir Jegors Unterboss, also
Ich habe gerade den Namen vergessen. Den Typen auf jeden Fall, der uns gefickt hat. Der, dessen Namen wir nicht kennen, meinst du? Ja, und ich dachte, ich hätte ihn vergessen. Ja, genau. Okay. Das klingt schon mal gut, aber wir haben keine Ahnung, inwieweit wir ihn damit ficken können. Bestimmt zu einem Teil, also ich weiß es nicht. Ist das die komplette Finanzoperation von dem? Oder nicht? Oder? Kein Plan. Gut, ich auch nicht. Boah, shit, da waren noch Daten drauf, wie viel er verloren hat, vermutlich. Und das ist, glaube ich, ziemlich einfach. 2 Millionen. Ich habe hier was rausgeschnitten, weil es Verwirrung gab mit der Zahl. Ich musste sie nachgucken, habe sie nicht gefunden, musste es nachhören, bla bla. 2 Millionen. Punkt. Okay. Ich kann nicht von der Zahl abweichen, die ich Didi vor einer Woche gegeben habe. Verstehst du das? Auch wenn sie jetzt dumm ist, kann ich das nicht tun. Okay. Sonst müssen wir wieder in der Vergangenheit reisen, dann muss ich wieder eure Charaktere umbringen. Versteht ihr das denn nicht? Wir hatten das schon mal. Das ist gar nicht lange her. So sagt der einfach AFK. Ach, der zickt wieder rum. Der sucht gerade seine 48.000 Gründe zusammen, warum ich Unrecht habe. Und ich werde sie alle finden und auflisten. Und ich werde die 3 Millionen Gründe, die ich habe, daneben stellen. Und dann wirst du wieder vor mir kriechen und sagen, ja, du hast recht, ich habe kein Gefühl für Zahlen. Gut gegeben, Jacqueline, gut gegeben. Ja, okay, sagen wir mal, das steht für eine Zahl, die echt wehtut. Damit kann ich leben. Sag mal, ein Fünftel oder so ein Shit wird das schon gewesen sein, oder ein Viertel. Okay. Obwohl ihr auch keine Ahnung habt. Nein, aber da steht erstmal eine Zahl, die groß ist, bei der man vielleicht doch irgendwie mal sagen kann, wenn man so ein bisschen Einblick in die Finanzen der Gang hat. Und ich sag mal, Jojo hat zumindest wahrscheinlich mittlerweile bedingt ein bisschen Einblick darin. Dann wird sie vermutlich schon abschätzen können, dass das doch recht viel ist. Das kannst du halt nur echt nicht vergleichen, weil die Gang, die macht keine Hochrisikofinanzkapitalgeschäfte und halt keine... Nee. Ja, natürlich nicht. Aber da wird da eine Summe stehen, die viel Geld ist. Und da wird eine Summe, wenn man das mal so an die geschätzte Mitgliederzahl hochrechnet, rechnet Juli jetzt einfach pro Kopf und denkt sich, das ist viel. Und sie weiß ja auch, dass die durchaus auch noch irgendwie Geschäfte tätigen. Und auch sie weiß, dass man dafür irgendwie liquide sein muss. Na gut. Die hat wahrscheinlich genauso viel Ahnung davon wie ich. Ich habe keine. Nämlich nische. Das stimmt. Okay, krass. Ich hätte jetzt echt gerne jemanden, der was davon versteht. Der ist aber nicht da. Wir kennen doch einen Typen. Wen meinst du? Ich weiß, der ist nicht vertrauenswürdig. Aber. Wen meinst du? Unseren Mr. Johnson, den wir da getroffen haben. Der war doch in der Finanzdienstleistung. Das stimmt, aber dem möchte ich diese Sachen jetzt nicht vorlegen. Ehrlich gesagt. Nein, man kann ihn immer noch umbringen. Auch das würde ich jetzt ungerne tun. Auch das ist richtig. Ich denke, wir versuchen erstmal so gut wie möglich selber durchzusteigen und wissen jetzt zumindest was und wissen auf jeden Fall, dass wir damit jemandem wehtun können oder dass wir damit irgendwie denen auf jeden Fall wehtun können und wissen jetzt, dass die weniger prickelnd dastehen, als sie uns glauben machen wollen. Das ist, glaube ich, nur was, wo ich einfach jetzt so... noch nicht genug irgendwie, wahrscheinlich auch nie vollständig hintersteigen werde, aber ich möchte mich da zumindest mal in Ruhe irgendwie versuchen einzulesen. Damit wir das irgendwie den anderen erklären können, wenn wir denen die Infos dann mitteilen. Und im Zweifel können wir das auch zusammen machen, denn 2 Leute sehen mit Sicherheit mehr als eine Person, wenn du verstehst, was ich meine. Klar. Oder hast du da keinen Bock drauf? Bock schon, nur ich verstehe kein Wort davon.
Ich auch nicht so viel, aber deswegen werde ich jetzt versuchen, irgendwie so weit wie möglich dahinter zu steigen. Hinter die Geheimnisse dieser ganzen Sache werde ich nicht kommen, aber zumindest, dass ich wirklich verstehe, was ich da sehe. Oder halb verstehe, was ich da sehe. Das würde mir ja schon reichen. Ich google mal nach einer Finanz-App. Also wo wir jetzt gerade bei Sachen sind, die ihr nicht habt, also an Fertigkeiten, fällt mir auch gerade ein, was ich im Intro wollte. Sag mal, Jenny, wie ist es eigentlich mit den 741 Bazillion Karma, die du noch rausgeben musst? Und eine Finanz-App. Ich sag mal, von welchem Konzern möchtest du die denn gern? Von Evo, die können das gut. Na gut, wäre nicht der Erste, der mir eingefallen wäre dafür, aber das ist okay. Evo. Ja, wie viel willst du denn bezahlen? Was ist denn da so der gängige Preis? Na, das gibt keinen gängigen Preis. Du kannst sagen, gib mir was für 5 Nuyen. Du kannst sagen, ich möchte ein Monatsabo für jeweils 1000 Nuyen. Dann hast du aber auch persönliche Beratung und so ein Shit mit dabei und alles. Ja, und ich würde jetzt ungern irgendwas in die Cloud laden. Na Moment, also ohne Cloud, da sind wir ja schon mal bei maximal 50 Nuyen, die du ausgeben kannst. Aber für 100 Nuyen hast du quasi einseitiges Cloud-Verhältnis. Das heißt, das Ding kann auf die Cloud zugreifen, aber lädt von dir laut AGB nichts rein. Mit AGBs kenne ich mich aus. Warte mal. Das stimmt halt sogar. Also da steht nicht irgendwo, übrigens, das war ein Witz, wir laden volle Bude alles rein, du hörst hier Schwein. Das steht zumindest nicht. Ja, aber es gibt doch bestimmt so Klauseln. Ich kenne mich mit AGBs sehr gut aus. Dementsprechend, da gibt es bestimmt auch keine Klauseln oder so, die das dann halt verschleiern. Nee, eben nicht. Also alles, was das Ding macht, ist quasi zum Beispiel verschiedene Finanzinstitut oder irgendwelche anderen Sachen validieren, ob das zum Beispiel, das sucht in Verzeichnissen, ob das zum Beispiel wirklich eine Firma ist, die da angegeben ist oder irgendwas anderes, wo die sitzt, wenn das öffentlich ist und so weiter. Und wenn es nicht öffentlich ist, sagt das sie das dann auch. Oh. Dann kaufe ich die. Geil. Und dann tust du das da rein. Ja. Bitte also, nicht, sondern nur eine Kopie. Also ja, fünf Stunden später, du kannst es da eh nur manuell eintragen. Du kannst es da nicht reinladen, weil das ist kein Format, was euch da gegeben wurde. Das ist quasi, stellst du dir vor, es ist eine Textdatei und naja. Oh Gott. So, also nach manueller Eingabe, die ganz schön lange dauert, würde euch das dann echt viele Sachen auf dem Caymans zum Beispiel geben und irgendwelchen anderen Shit. Oder hier, da hast du leider keinen Zugriff drauf, weil das einen russischen Verteidigungsfonds mit einbezieht oder das Verteidigungsministerium und so ein Shit. Das hat euch übrigens überhaupt nicht geholfen. Aber vielen Dank für die Spende, Evo wird sich freuen. Hallo, jetzt haben wir das visuell, das macht das Ganze viel einfacher. Wir haben hier quasi jetzt ein Kuchendiagramm, wo wie viel Geld liegt. Plus, ihr könnt natürlich manche Dinge nicht eingeben, weil manche Dinge Mutmaßungen sind über so die Straßengeschäfte. Aber mein Gott, das sind halt die Straßengeschäfte, die denkst du halt noch. Davon habt ihr ja wenigstens ein bisschen Ahnung. Das stimmt. Okay. Straßengeschäfte werden unter Sonstiges wie Klopapier abgerechnet. Ja. Das hier fällt mir. Und wir kriegen wahrscheinlich ab dem Moment sehr viel Klopapierwerbung, weil wir einen sehr hohen Bedarf haben. Offensichtlich. Ich kenne aber auch echt gerade keinen, also ich kenne ein paar Leute, aber niemanden, dem ich das jetzt zeigen wollen würde, ehrlich gesagt. Na gut, aber wir haben jetzt zumindest mal ein bisschen was und können gegebenenfalls auch ein bisschen was damit tun. Also ein bisschen was abschätzen jetzt wenigstens. Dann wird's, glaube ich, Zeit, das mal irgendwie an anderer Stelle mitzuteilen. Aber dafür fassen wir das jetzt erstmal zusammen. Ich lasse eine Auswertung drucken. Was hat er gesagt? Er lässt eine Auswertung drucken. Nice. Hast du gemacht. So, Joa, mit ganz vielen Flipcharts so.
Jojo wird diese Auswertung jetzt in etwas mit Bildchen verwandeln, sodass Vlad auch versteht, was sie von... Nee, ihr habt 100 Nuyen bezahlt. Ihr könnt das quasi für Analphabeten machen lassen. Dann verliert es einiges an Informationswert, aber ihr könnt es dann quasi so einstellen, wie ihr wollt, mit wie viel Text. Das heißt, es ist möglich. Okay, dann machen wir das. Quasi wir so wollen oft, ganz keine Ahnung, Hauptschulabschluss. Ja, wir brauchen ganz viele Diagramme und so Kuchen, also Kuchendiagramme und Säulendiagramme. Nee, keine Kuchendiagramme und Säulendiagramme, Bildchen. Also jetzt mal, also ein Kuchendiagramm, das ist ziemlich gut abzulesen. Na gut. Und Vlad weiß auch zum Beispiel, dass 70% von den 100, die es da so gibt, dass das kein geringer Anteil ist. Also mit solchen Dingen kann er umgehen. Ja, aber seine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht so hoch und die nimmt bei solchen Darstellungen rapide ab. Wieso, Kuchendiagramme sind das einfachste der Welt? Du siehst eine Riesenfläche und du siehst eine kleine Fläche oder du siehst viele kleine Flächen, das ist doch perfekt. Ja gut, ich meine eher für die... Diagramme sind das, was du machst, um es einfacher zu machen. Ich meine eher für die Finanzflüsse. Ach so, naja, da hier für die Purpurenflüsse hast du schon irgendwas anderes. Siehst du, das meine ich doch. Gut, dann gehen wir am besten mal hin. Jojo humpelt hin, mit Kaban zusammen. Hat dir der Professor nicht gesagt, du sollst nicht so viel bewegen? Habe ich bis vorhin ja nicht gemacht. Mhm. Wir haben was Wichtiges. Mhm. Pass auf. Jojo macht die AR, also lädt das in die AR ein quasi. Wir haben, oder vielmehr Kaban hat Daten zugespielt bekommen. Von wem? Keine das wissen, Ahnung. Das wissen wir nicht. Das ist ganz schön verdächtig. Nicht zwingendermaßen. Mhm. Auf jeden Fall betreffen die Finanzflüsse der aktuellen Worry. Das ist aber richtig verdächtig. Jojo lässt das irgendwie aufploppen. Denen fehlt eine Menge Asche, um es auf den Punkt zu bringen. Jetzt soll schon mal aufgefallen, wie komisch die AR manchmal aussieht. Alter, ist der gerade auf Punkt. Ah, ist vielleicht ja schon bekifft. Alles klar, bis in 3 Stunden. Hä? Du raffst doch jetzt eh nicht, was ich dir erzähle. Na, aber lass uns jetzt mal bei diesem ganz wichtigen Punkt sein, von wem das sein könnte. Trägt das irgendeine Form von Signatur? Nö. Also, was war das denn für ein Bild? Boah, Alter, shit, wie war denn das? Der hat doch bestimmt ein Bild von uns, Nee. Also das Bild weiß ich überhaupt nicht, was es ist. Aber ich muss jetzt echt nachdenken, ob er gesagt hat, dass es von ihm ist. Das steht also, dass, nö. Ich habe mich entschieden. So was und wenn, dann ist es ein so guter versteckt. Splatter hätte sich das aufgeschrieben. Dann streich das, dann brauchen wir gar nicht zu ihm gehen, weil er dann sowieso alles abschmettert, was wir ihm sagen, erfahrungsgemäß. Nee, also das war ja trotzdem okay, zu ihm hinzugehen. Du willst ja auch nicht Informationen vorenthalten. Keine Ahnung. Sonst heißt es ja wieder, wieso hast du das nicht eher gesagt? Das stimmt schon, was du gemacht hast. Gut, jetzt können wir zu deinem Vater gehen. Mit deinem Vater. Das können wir jetzt garantiert nicht machen. Naja, er hat da bestimmt eher ein Auge für, oder? Gerade? Wir sind gerade in time, das sagst du bestimmt nicht vor deinem Boss, oder? Nein, rausgegangen, so, okay. Genau. Okay. Wir gehen jetzt nicht zu meinem Vater. Was meinst du denn, wie das wirkt, wenn wir jetzt Vlad stehen lassen und einfach direkt zu... Bist du bescheuert? Ich meine... nach Joffrino kommen, Freunde. Nee, ich meine jetzt... Ja, nie. Also, für den Fall, dass er es abschmettert. Also sagtest du ja gerade, dass er es abschmettern wird. Dann können wir das ja da schon mal so hinlegen und sagen, wir haben da was gefunden, ist aber noch nicht approved oder so. Keine Ahnung.
Ah ja, stimmt. Warte mal, vielleicht ist das von dem Typen. Von welchem Typen? Na, von auf Visa Xu. Es ist halt einfach 2 Tage her. Wie hieß der denn? Ach so, wollte der nicht weg? Ja, aber die haben irgendwas ausgemacht. Die haben irgendwie ausgemacht, dass, also irgendwas hatte der vor, keine Ahnung, und Vlad meinte, dass die irgendwie was ausgemacht haben, dass der nochmal Infos kommen lässt. Ah. Oh. Das, was euch beiden gesagt wurde, ist, dass man jetzt bei Nachbarn guckt, vorsichtig anfragt, wie die so die Situation sehen und dass man da mal zumindest Informationen tauscht und erstmal guckt, was passiert. Und dass er das aber auch mit den Brechern gemacht hat, weil die Brecher, mit denen habt ihr ja ein, zwei was gemacht, jetzt war dieser Xu da und das sind Hacker und Hacker sind ja quasi unverwundbar und so ein Shit, ne? Vielleicht ist das von dem. Maybe, dass es von denen ist. Kann gut sein. Das wäre auf jeden Fall eine gute Geste, nette Geste. Das würde ja passen. Das sind ja Daten, wo nicht jeder hin zum Kunst rankommt. Definitiv. Kann sein, dass es von den IC-Brechern ist. Jojo, komm mal her! Das, der Troll. Sie geht zu ihm. Oh, Bild. Also erstens, der steht übrigens vor der Tür. Erstens, sag mal, dass mich jemand ablöst, weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit in der Kälte zu stehen, nur weil ich ein scheiß Treu bin. Zweitens, er zeigt ein paar Schritte weg, da steht ein junger Mann an einem Van quasi, die Hände hinterm Kopf den Van anguckend, quasi da abgestellt. Der wollte zu dir, er gibt dir einen Strauß Kunstblumen und das wollte er dir geben, hab schon reingeguckt, ist kein Gas oder so ein Shit drin. Hä? Jojo, guck mal. Das sind Blumen. Oder was meinst du jetzt? Ja, ist dann noch irgendwas anderes? Jojo, geht mal dahin. Jo, also wenn du ein bisschen näher kommst, dann könnte das Schraube sein. Das war Demjans Typ, ne? Das war der echte Profi, sag ich mal. Der Junge, ja. Ah ja, Jojo, geht hin. Hallo, darf ich jetzt wieder... Meine Zehen sind eingeschlafen. Was willst du denn? Ich sollte dir einen Strauß Blumen bringen. Alles klar. Darf ich jetzt gehen? Ja. Krieg ich vielleicht noch einen Kaffee für den Weg? Verpiss dich jetzt. Okay. Er wird dann schnell einen Schritt des Weggehen. Jojo, geht wieder rein. Gut. Sie ruft mal Demian an. Tut mir leid, der Teilnehmer hat gerade... Oh Gott! Der Teilnehmer hat gerade echt keinen Bock auf sie. Gut. Dann geht Jojo rein. Guckt mal, dass sie eine Ablösung für Joshua findet. Das ist nett. Dann machen wir jetzt einen Ausflug. Wir? Ja. Beziehungsweise, warte mal. Sie nimmt sich den Strauß nochmal und guckt jetzt nochmal durch. Es sind die schönsten Lilien, die du Alter. Gesehen hast. Das sind Grabblumen. Todesdruck. Echt? Oh, dann sind das übrigens keine Lilien. Hey, Daddy, sowas kannst du nicht mit mir machen. Ich bin genau ein Level drüber, um zu wissen, dass diese Blume, die wir hatten, ein Baum ist. Was war das gleich nochmal? Scheiße. Ja. Oh Gott, was war denn das? Ja. Das, was Düs gesagt hatte, da wusste ich gerade noch so, dass ein Baum ist. Das ist mein botanisches Wissen. Okay. Das ist grün und hässlich. Und stinkt. Ah ja, Lilien. Das ist aber schön. Oh. Lilien sind hübsch. Ja, das Todesblumen sind keine, wirklich genau wissen. Sind also keine Lilien, ne? Sondern sind natürlich, was weiß ich, es sind keine Rosen. Außerdem sind es eh scheiß Kunstblumen. Das heißt, die haben Formen, die sind unvorstellbar. Wenn du sie ordentlich auseinanderpflückst, wovon ich aus irgendeinem Grund aussehe, dann hast du da drin in Datenspeicher
Da ist aber jetzt auch nur ein Datum drauf und eine Uhrzeit und ein Ort. Dieser Ort liegt wo? Dieses Datum ist wann? Dass du halt immer so vorspielst. Dieses Datum liegt ein bisschen in der Zukunft, so 7 Tage, 8 Tage. Ich müsste jetzt rechnen, das mache ich aber nicht. Ich glaube, es sind 6, 7 Tage. Okay. Und wo? Ja, diese Karte, die ich besitze, ne? Die ist hilfreich. Gilt aber nur für den Fall, dass er auch offen ist. Also auf jeden Fall in Bratjevo, und zwar wird das perfekt vorbereitet, wie immer. Es wird westlich vom IC-Brechergebiet sein. Okay. Also was sie jetzt schon eine Weile nicht mehr besetzen, aber hey. Also, neben dem A-Gebiet ist aber dann ein normales C-Gebiet. Also nicht fürchterlich weit weg, das wollte ich wissen. Na, Bratjevo, quasi im Süden von Bratjevo, ist schon ein Stück. Hm. Okay. Dann. Ah, Damian will uns sehen. Wir machen jetzt auch keinen Ausflug. Wir machen erst in der Woche einen Ausflug. Na gut. Oder ich. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ich, sonst hätte er dir auch was zukommen lassen. Ja, wir kommen ja immer doch endlich. Aber wegen meiner kannst du auch alleine. Weiß ich nicht, muss ich nicht, keine Ahnung. Aber ich habe keine Ahnung, was er mir jetzt sagen will, ob ich alleine kommen soll oder nicht. Ich weiß ja nicht, was er will. Naja, es ist, glaube ich, besser, wenn du mitkommst. Im Zweifel, keine Ahnung, wird man dich dann schon rausschicken. Eben. Oder er wird mir ein leckeres Getränk anbieten, wie immer. Er ist natürlich auch eine Person, eine kultivierte Person. Das kann sein, ja. Also wenn ihr euch die Adresse anguckt, dann ist es das abgefuckteste Stück Haus, was ihr je gesehen habt. Das ist so ein altes Theater, was halt. Also dort wohnen vermutlich jetzt ein Haufen Squatter drin und haben es nicht mal warm, die armen Schweine. Okay. Na dann. Warten wir ein bisschen und gehen dann nochmal zu Vlad. Judy. Ja, der scheint jetzt, also der hat viel Wasser getrunken, das scheint vernünftig gewesen zu sein. Na, bist wieder zurechnungsfähig? Was soll denn das, Alter? Man wird sich ja wohl mal eine kurze Entspannung können. Halt die Fresse, so, jetzt zeig ich das nochmal her. Sie zeigt's nochmal. Und von wem ist das jetzt? Es ist kein Absender drauf, aber vielleicht von den IC-Brechern? Ja, das klingt vernünftig. Die sollten sich eh nochmal melden, die kleinen Schlingel. Da baue ich ein bisschen drauf, nicht, dass sie unseren Rücken ficken. Also, in den Arsch. So, und jetzt nochmal die Kurzform. Boah, das ist ein schönes Diagramm, Alter. Das konnte ich mir den ganzen Tag angucken. Das hab ich gemacht. Du bist ja richtig begabt, Alter. Du darfst mich jetzt immer da durchschneiden. Die Kurzfassung ist, die Worry hat eine ganze Menge Asche verloren. Bestimmt ein Viertel oder so von ihrem ganzen Zeug. Und einige der Finanzströme funktionieren nicht mehr, auf die vorher ziemlich gesetzt haben. Krasser Shit so. Yep. Und weiter? Das heißt erstmal und weiter. Das sind die Infos, die wir haben. Das heißt, entweder kann man, was wir damit machen, ist unsere Sache. Aber. Also, wir nehmen jetzt erstmal dieses Ding und vergraben das irgendwo ganz tief, wo gehen aufs Windet. Außerdem hat sich Damian gemeldet. Hä? Mit dem wollte Doc Sue was machen. Also, der Brecher wollte noch mit dem was machen. Das heißt nicht, dass er sich nicht trotzdem bei mir gemeldet hat. Ja, aber der Typ ist halt einfach immer noch im Süden und zwar kilometerweit. Ja, er will sich in einer Woche treffen. In Bratjevo. Wir haben halb Xena an Bord und die Chinesen, die ausgebrochen sind, ein Viertel. Zum Glück haben wir Konstantin. Die erinnern sich sogar noch an Konstantin, aber die haben jetzt Stress mit Xena. Das ist da Weiber, Alter! So. Feierbar. Kennst du ja. Und jetzt da runter. Und noch die Kräfte aufteilen oder was? Fahrt hin, nehmt euch noch jemanden als Backup mit. Gut. Aber vorher schöne abchecken und so. Drohnen und was wir nicht alles haben. Hast du was von diesem Rigger gelernt die letzten Wochen? Na sicher.
Das kam ja anscheinend schnell. Was denn? Na, ein bisschen paar Tricks, so ein bisschen wie man normal vibriert und so. Was gibt's denn da zu lernen für Tricks? Es ist ein bisschen schwierig, einem Laien das beizubringen, aber man muss ein bisschen auf die Aerodynamik achten und so. Also. Und dann quasi mit den entsprechenden Luftlöchern, die da sind, kann man dann nämlich, da weil man dann ja sowieso absackt, ändert man seine Position und dann kriegt man noch ein bisschen Geschwindigkeitsboost und dann kann man ganz schnell drehen. Aerodynamik, das ist so hier Windkanal, ne? Ja, sowas in der Art. Willst du mal an meinem Windkanal schnuppern? Nee. Weil du mir ja gerade schon Scheiße erzählt hast. Ja, ich war. Naja. Okay, mach das. Aber wie ihr sagt. Ach so, warte mal, wann genau ist das jetzt? In 8 Tagen. Okay, hatte ich nicht gerade gesagt, in 6? Entschuldigung, in 6 Tagen. Also ich war mir auch nicht ganz sicher, deswegen sind es 6, passt schon. Jo, aber in einen Tag später oder so, oder mal anders, einen Tag später abends kommt die ganze Bande aus dem Ghetto. Da seid ihr auf, egal, also, ne? Macht da wird hier, glaube ich, weiß ich nicht, vermutlich werden der Vater und ich, pass auf, hinsetzen, zuhören, Richtlinienkompetenz werden wir nämlich hier. Das heißt, mach da mal, ich weiß, du hast sonst viel Freiheit, mach da mal mit dem erstmal nicht da aus. Gut. Danach können wir noch mal gucken, meinetwegen, wie sich das dann so. Ich war da eh noch drauf, dass hier irgend so ein Typ kommt und sagt, das dritte Jod jetzt mir. Und dann werden wir schön in Verhandlungen eintreten und dann sagen wir, hier, komm, Dredel. Der Kaban, der hat so ein schönes Tortendiagramm vorbereitet, wir wären mitten im Fünftel. Jojo wollte gerade ansetzen, was zu sagen, aber lässt es dann doch. Na gut. Okay. Leute. Die dreht sich schon um und geht raus. Hättetete. Ha? Wisst ihr was? Der Krieg ist so gut wie vorbei. Das ist schon mal. Und danach ist immer alles ein bisschen chaotisch. Aber dann wird das auch immer wieder. Ruhig bleiben jetzt. Schöne ruhig bleiben. Hä? Ich bin ruhig. Nee, also. Aber meinst du nicht, dass der uns noch ein bisschen ficken will? Ja. Also ich bin nicht so viel verloren. Der will seinen Pimmel jetzt rausholen. Und wir werden ihn den garantiert nicht abbeißen. Das wäre nämlich schwul. Aber abschneiden, darin bin ich gut. Aber am Ende wird's immer darauf hinauslaufen, dass sie so ein bisschen was kriegen, was wir uns später eh zurückerarbeiten und dann wird's wieder Koexistenz geben, Leute. Die letzten 2-3 Jahre habe ich nichts anderes gemacht, als mich schön mit der Wori zusammenzubasteln, weil das einfach die Bitches im Club sind. Und für die Bitches kann man auch mal sagen, okay, da bringe ich auch mal ein Wasser, weil du bist der Hotteste von allen. Das ist schon okay. Solange wir uns ein bisschen in deren Glanz sonnen können, ist das auch okay, Leute. Chillt mal. Wisst ihr, wie viel Monetas wir gemacht haben, weil wir mit denen zusammengearbeitet haben? Nee, aber, also ich weiß nicht, der scheint nicht so wirklich auf, Ja, als Ego angefangen hat, hat er auch ja, boah, Alter, jetzt wird ja alles anders. Da hat mein Vater mit dem auch ein bisschen geredet und dann haben die sich richtig gut verstanden. Weil Jegor einen viel kühleren Kopf hat als der Typ. Das stimmt halt, aber das werden wir mal sehen. Da wollen wir mal gucken. Du bist halt wie dein Vater. Oh, erstmal schöne gucken. Dein Vater hat immer gesagt, also unser Vater hat immer gesagt, ich soll mal ein bisschen auf dich hören, weil du mitdenkst. Jetzt hörst du mal auf mich, weil ich mitdenke. Schön, jetzt könnt ihr gehen. Sie will wieder ansetzen, was zu sagen, lässt es aber wieder sein. Diesmal scheint es, als hätte er das schon vermutet und euch deswegen rausgeschickt. Denn was nicht ausgesprochen wird, ist ja auch ja nicht wahr. Jojo schüttelt nur kurz den Kopf, während sie den Flur entlang krebst. Ja, ich bin still und meine dann irgendwann nur ganz leise, wenn das mal gut geht.
Sie sagt dazu nichts. Sie möchte jetzt nicht über ihren Bruder, schlecht über ihren Bruder sprechen. Das habe ich mir schon gedacht. Mit irgendjemandem wirst du das übrigens irgendwann mal tun müssen, ne? Du kannst es nicht immer alles für dich behalten. Der Eiter will raus. Das stimmt, aber normalerweise rastet sie dann irgendwann mal vor Vlad aus. Also den, den es auch angeht. Alles klar. Ich weiß das, aber Carbon ist. Das geht ja dann meistens besser aus für dich. Aber Carbon ist noch Prospect, deswegen will sie das noch nicht. Ja, das stimmt schon. Aber Carbon ist auch nur noch Prospect, weil gerade nicht der Zeitpunkt ist für eine schöne Feier mit viel Saufen. Das weiß ich doch, aber trotzdem ist es halt noch so. Und am Ende hieß es dann ja irgendwie, aber er ist noch Prospect, das gehört sich nicht. Und deswegen macht sie das jetzt nicht. Wenn er schon dabei wäre, hätte sie es gemacht. Das stimmt. Na gut. Ich muss mal eben kurz in die Küche. Ich komme gleich wieder. Jojo geht erstmal noch mal in ihr Zimmer. Und blutet. Vom vielen Laufen? Das kann sein. Ja, natürlich vom Laufen. Ach ja. Ist natürlich doof, ne? Wenn er so ein bisschen Scheiße baut. Ja, ihr habt so ein großes Dorf. Da muss man ja auch mal, man muss auch mal teilen können. Nee. Was soll denn das heißen? Immer diese Gierschlünder. Ja. Aber wenn der große Imperator am Bluten ist, dann können die kleinen Kinder auch hochkommen und kaputt machen. Das sind ja Töne von dir, die habe ich ja noch gar nicht gehört. Was? Nix. Männersachen. Okay. Es ging um Monster Trucks und Moschis. Jo. Erzähl mir mehr. I like big butts. Like I'm not mad. Juri, macht doch noch irgendwas? Müssen wir noch irgendwas machen? Ich würde gerne versuchen, das zu verstehen. Dito, aber das heißt, wir werden uns noch damit beschäftigen. Sag mal, was ist denn deine grob fachmännische Einschätzung, Deli? Wie viel besser versteht man das mit ein paar Schlucken Schnaps? Da ist man auf jeden Fall ruhiger. Da wackelt so die, da ist man ja quasi ein bisschen beruhigter, wo das gerade am Ende könnte ich eigentlich gleich ein Bier öffnen. Das klingt total sinnvoll. Julio macht das nicht und die rennt die ganze Zeit unruhig im Zimmer hin und her. Ihr müsst es jetzt natürlich zusammen machen. Das stimmt. Euer Fortschritt wird ungefähr gleich sein und du rennst nicht im Zimmer hin und her. Du hast immer noch 4K oder so. Doch, das macht sie. Dann wirst du irgendwann von mir hören, dass du es nicht mehr machen solltest. Ihr seid ja nicht zusammen. Aber da wird dein Bein so hart nachbluten, dass du auf jeden Fall die nächsten 2 Tage nichts regenerierst. Das merkst du dann schon irgendwann. Das stimmt, nach ungefähr einer halben Stunde. Ja. Perfekt, dann hast du, wenn du dich mit Demian triffst, ja quasi immer noch Schaden. Nee, hast du nicht mehr. Ach, fuck you. Das ändert nichts daran, dass nicht auch Juri ihre schädlichen Bewältigungsmechanismen von Stress hat. Kaban hat seinen Schnaps, Jojo hat ihre Unruhe. Hä, wir haben doch gerade geklärt, dass ihn das ruhiger macht. Das ist also keine schädliche. Deli, lass dir nichts einreden. Das ist kein maladaptiver Bewältigungsmechanismus. Hallo, ich bitte dich. Juri. Das kann ich nicht glauben. Außerdem ist das alles gut. Ich kann jederzeit aufhören. Du hast noch ja nicht angefangen. Das ist richtig. Zumindest noch nicht richtig. Was soll denn das jetzt heißen, Alter? Das sind gerade mal ein paar Monate, die er das macht. 4 Deswegen so. Sage ich ja, noch nicht richtig. Das ist doch noch nix. Also, Kinder. Ihr trefft euch dann mit dem Janus. Schön. Also. Dieses Theater ist übrigens ganz schön abgefuckt und ist auch die
die Läden drumherum gehen eigentlich ganz gut und sind einigermaßen sauber, aber das Ding ist halt einfach der übelste Schandfleck. Squatter seht ihr jetzt dort erstmal nicht, aber es sieht so aus, als wären die da länger gewesen einfach, weil, ne, überall Fäkalien. Zumindest überall Müll und so ein Shit. Genau. Wir checken das Ding vorher einmal aus. Es sind auf jeden Fall ein paar Personen drin. Auf jeden Fall einmal Schraube, der an den Tisch steckt, auf der Bühne. Yay. Na dann. Aber mit Tischdeckchen, ist klar. Kriegt ihr das nicht was gut hin? Und Serviettenhalter. Also für deine Verhältnisse, der Serviettenhalter, das muss doch irgendwas Feines sein. Dann gehen wir rein. Schön, schön, schön. Es sind ein paar Sicherheitsdudes da, aber die sind in ausreichend großer Entfernung und werden euch nicht eure Waffen wegnehmen. Wen habt ihr denn eigentlich mitgenommen? Der draußen warten darf. Den Koreaner. Das klingt vernünftig. Oder so. Juri. Schön, ihr kommt dann dahin. Also da, man wird euch quasi zur Bühne deuten. Da ist der Mann jetzt noch nicht. Aber immerhin, Schraube ist noch fertig, ist noch mit Tischdecken dabei. Er wird euch dann erstmal einen kleinen Holoprojektor quasi jedem noch auf den Teller legen. Also nicht Holoprojektor, sondern nur Bildschirm. Und dann wird er gehen. Er ist übrigens gekleidet wie ein Kellner der mittleren, unteren Preisklasse. Bringt der uns auch Wein? Bitte? Bringt der uns auch Wein? Noch nicht, aber du hast auf jeden Fall einen Getränkewagen, da ist Auswahl. Na guck. Okay. Jojo guckt sich um. Ja, das sind nur die Dudes. Der mehr wird gleich kommen, aber ich glaube, das Zeug da könnt ihr euch schon angucken. Ich schaue mir das an. Dito. Schön. Also, das ist ein Video, offenbar aus Demians Perspektive, denn man sieht kurz seine Schuhe, also die gute alte Augenperspektive. Dann sieht man darauf Madame Papillon. Sie scheinen offenbar auf einem Dach zu sein, in schöner Höhe. Es ist natürlich mitten in der Nacht. Sie merkt an, dass er wirklich einen Sinn für die großen Gesten habe und zeigt so auf die Umgebung. Man sieht wirklich schöne Moskau, so weiß er einfach alles hier im Blick auch mal ganz wie für euch schweifen. Es ist wirklich eine traumhafte Stadt bei Nacht. Man sieht nämlich so, ja, was ist tatsächlich, die Luft ist einigermaßen schön. Dann fängt er an, ihr zu erklären, dass er sich freut, dass sie trotz all der heutigen Entbehrung bereit ist und wird auf jemanden neben sich deuten, den ihr nicht seht, den er als Oleg vorstellt, als einen Vertrauten, der sie auf ihrer Reise begleiten wird und sich um alle Grenzübergänge kümmert. Der bedankt sich brav und dann erzählt er ihr, dass seitdem die sich kennengelernt haben, er immer wieder über Schmetterlinge hat nachdenken müssen, weil damals halt er von seinen Eltern in botanische Gärten und so mitgenommen wurde und man ihm immer gesagt hat, dass es halt übel wichtig ist, dass du die nicht anfasst, weil diese grazilen, wunderschönen Wesen an den Flügeln, dass sie dann da Staub haben und wenn du drauf batschst, dann verlieren sie die Flugfähigkeit, das willst du ja nicht. Und als Kind ist man ja ganz beeindruckt von so einem Kram und ist ganz vorsichtig. Und dass er sich heute immer wieder fragt, ob das überhaupt stimmt und oder ob, weißt du, Weil man wünscht sich ja dann schon, gerade auch als Kind, so das Kitzeln der Füßchen und des Rüssels auf der Haut, aber man traut sich nicht. Da macht er kurzes Päuschen, dann sieht man, wie die Hand von offenbar Oleg mit einem Messer in ihren Bauch rammt und dann schubst er sie vom Dach. Aber natürlich wird er nicht dann am Rand stehen und gucken, wie sie unten aufplatzt. Jojo lächelt. Das ist aber ärgerlich, die kann sich doch noch in Nebel verwandeln oder so. Wenn sie ein Silbermesser am Bauch hat, nicht. Das wurde nicht wieder rausgezogen. Achso, das war ein Silbermesser. Ich glaube, dass man erkennen dürfte, wenn die Klinge aus Silber ist. Konnten wir es erkennen. Ja, ja. Gut. Das ist sehr schön. Danke. Und man hört ja die Leute immer schreien, wenn die runterfallen. Und die Zeit hätte, glaube ich, nicht gereicht, sich vollständig zu verwandeln, weil die Fallgeschwindigkeit gar nicht so gering ist.
Und man kann sich ja nur heilen, wenn man unten aufschlägt, wenn da noch was übrig ist. Wenn der neurale Kortex nicht beschädigt ist, ja. Jojo lächelt trotzdem. Sie weiß diese Geste zu schätzen, selbst wenn sie vielleicht nicht gestorben sein sollte. Jo. es ist schon echt super wahrscheinlich. Abgesehen davon, es ist aber erst gestern gewesen. Oder vorgestern. Ich glaube gestern. Und genau, also quasi in der Nacht zuvor dann. Das ist ja in Ordnung, es war ja keine Zeit ausgemacht. Das stimmt. Also er wird dann auch wenig später eintreffen und sein Jackett richten. Dann wird er an den Tisch treten mit einer einladenden Geste, wird euch beide anlächeln, dann auf den Tisch blicken. Schraube, du hast den Tisch falsch gedeckt. Wir hatten dieses Gespräch. Wie soll ich... Jojo schmunzelt. Inwiefern hat er denn den Tisch falsch gedeckt? Na, er hat Messer und Gabel quasi auf beide Seiten des Tellers gelegt und dann hat er auch noch so gedeckt, dass die Gabel auf der rechten Seite ist zusätzlich, obwohl das alleine ja schon, weißt du, macht man ja nicht. Ja. Außerdem hat er die Gläser links vom Teller positioniert. Und mehr Tischregeln kann ich nicht, aber er hat bestimmt noch mehr falsch gemacht. Eieiei. Jojo schmunzelt. Wenn, ganz kurz, er wird das kurz richten, die nötigsten Sachen. So, was kann ich euch als erstes anbieten? Etwas zu trinken, einen kleinen Whisky, einen Wodka, ein wenig Wein. Was kann ich euch Gutes tun? Was können Sie denn empfehlen? Was nehmen Sie denn? Er wird kurz zu dem Wagen treten, dann wird er ihn kurz durchgucken, er wird ihn einfach ranziehen. Lass es mich heute etwas unfair machen. Wir verzichten heute einfach ein wenig auf diese ganzen Umstände, obwohl es... Ich bin einfach zu aufgeregt und zu erfreut. Ich würde heute diesen Wein probieren. Er stammt tatsächlich aus der ADL, was nicht... Es ist nicht das Weinangebot. Ich vermute sogar, man baut in der ADL den Wein Untertage an. Aber das hier scheint ein ganz besonderer Tropfen aus Saalfeld zu sein. Irgendwo im Mittleren dort. Aber er wurde mir auf jeden Fall empfohlen. Wer hat das heute? Schöne Idee, den zu trinken. Er würde ihn dann schwungvoll entkorken, euch beiden einpömpern. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft Kaba einen Wein getrunken hat. Ich vermute, dass er das nicht weiß. So aber er wird zumindest schon mal irgendwo in irgendwelchen Soaps oder so ein Shit, siehst du immer, dass sie da super wenig reintun. Das ist auf jeden Fall eine enttäuschende Menge. Ja, toll. Aber es ist man ja kann so ja mit dem Flachmann auffüllen. Nee. Ich weiß. Aber man kann ja quasi, ein Schlückchen in Ehren kann man ja nicht verwehren. So. Das stimmt halt. Nämlich. Man kann ja noch nachtrinken, wenn man was braucht. Das stimmt nämlich auch. Danke. Kein Wasser, kein... Wasser, aber ich denke, dass gleichzeitig zum Wein passt das nicht. Er würde dann verschiedene Wassers hier mit Sprudel und ohne und aus dem Vulkan und aus den Tränen von Elfen gewonnen. Das sind mir die Liebsten. anbieten und dann kannst du geiles Wasser trinken, da würde er sich hinsetzen. Das Essen dauert noch ein wenig, aber ich weiß nicht mal, ob wir das brauchen. Aber das Brot. Schraube! Er wird dann einen Brotteller selbst noch kurz holen, wird ihn abstellen. Ich weiß einfach... Kommen wir zum wesentlichen Teil. Ich hoffe, ihr habt euer Sitzfleisch mitgebracht und ich hoffe, ihr habt eure Elefantenohren mitgebracht. Es gibt so viel zu erzählen. Deswegen lasst mich direkt beginnen. Das letzte Mal, als wir uns sahen, habe ich erneut zum bestimmt 70. Mal gesagt, dass ich endlich eine feste Beziehung zwischen unserer beiden Gruppierungen etablieren möchte. Und wie bei jeder Beziehung ist doch der erste Schritt mit so viel Aufregung und mit diesem ganz einzigartig mulmigen Gefühl behaftet, dass ich fürchte, ich muss heute wirklich alle Karten auf den Tisch legen, am besten direkt in eure Hände. Denn nur wenn der Rückweg versperrt ist, kann man die Zukunft wirklich klar sehen. Bitte begreift das als
als unsere vielleicht einzige Chance, etwas wirklich Großes zu schaffen. Und ich bitte euch auch, dieses Gespräch aufzuzeichnen. Das wird euch einiges an Erzählarbeit sparen und gibt euch letztlich auch direkt meine Existenz in dieser Stadt in die Hände. Denn sollten wir in spätestens 2 Tagen nicht zu einem wirklichen Bündnis gelangt sein, ist mein Leben hier. Es ist dann nichts mehr wert. Gut, wie du möchtest. Okay, dann nehme ich jetzt ab sofort auf. Natürlich. Jojo genauso. Aber ich möchte bitten, wenn ich werde vielleicht mein Kopf etwas, das, also von vorn, ich bin einfach tatsächlich frontal kein sehr ansehnlicher Mann und wir möchten doch dann, wenn es präsentiert wird, dass ich, ich schweife. Also, kommen wir also dazu. Bitte bedient euch schon mal an dem Brot. Dass das vielleicht eine etwas längere Sache wird, Kaban, bitte bedien dich dann selbst am Wein und ja, also. Ich tötete Nietzsche und ich muss leider gestehen, dass die nachfolgenden Ereignisse die unfassbar glücklichen Fügungen von mir keineswegs berechnet oder gar geplant waren. Auf meinem ganz persönlichen Feldzug gegen diese Bande von Schönwetteraktivisten hatte ich lediglich vor, die IC-Brecher von dem Antlitz dieser Stadt zu tilgen, ein für allemal. Neben der vielen fast sympathischen Neurosen, die der arme Nietzsche sein eigen nannte, fürchtete er nichts mehr als seine eigenen Männer. Das konnte ich feststellen, denn im Laufe unserer Unterhaltung stellte sich heraus, dass er über Programme und Matrix-Schnickschnack verfügte, die mir die Kommunikation der IC-Brecher auch weit nach seinem Ableben in geradezu adretter Weise zur Verfügung stellte. Durch den Angriff Florinas auf die Hacker Jegors musste er nun die IC-Brecher, er musste sich zunutze machen und ich war mehr als überrascht, dass sich eine derartige Organisation der selbsternannten Befreier der Matrix ihm so an den Hals wirft, ganz scham und bedingungslos, aber sicher hätte ich es erwarten sollen von ihnen. Nun ja, meine Überraschung und selbst meine Abscheu wurde aber noch von der Glückseligkeit übertroffen, die ich empfand, als mir klar wurde, dass ich über ungeheure Macht verfügte. Die Vori musste alle Operationen auch weiterhin über die Matrix sichern und hatte nun nur die IC-Brecher, die wiederum ich hatte. Diese Bäumchen-Wechsel-Dich-Mentalität, die sie da an den Tag gelegt haben, waren wirklich eine Fügung, die ich gefühlsmäßig nicht beschreiben kann. Ich möchte es aber mit einer Achterbahn versuchen. Nach allem, was ich nun also gesehen hatte und nach ein wenig mehr Arbeit war das tatsächlich eine ganze Menge, muss ich sagen, dass ich Jegor auch heute noch bewundern kann. Er hat im vergangenen Jahr so viele Schläge erleiden müssen, viele davon sind vermutlich niemandem bekannt und er konnte in jeder Lage die objektiv richtige Entscheidung treffen. Natürlich hat das letztlich seinen Tod bedeutet, was ein Detail ist, was mir entgangen wäre, wenn ich Xu sofort gekommen wäre, um mich aufzuklären. Was auch, es ist alles so wunderbar, ich kann es immer noch kaum fassen. Ich glaubte jetzt, dass der neue Herr der Vori sich daran machen würde, die IC-Brecher direkt auszulöschen. Sie waren in seiner Nähe, oftmals in der Nähe seiner Männer und ich hatte viel Arbeit investiert, um ein wenig Zwietracht zu säen zwischen den beiden, aber er hatte eine andere Lösung gefunden, er wollte sie, wie ihr ja wisst, inkorporieren. Aber nun, ganz offenbar hatte sich dann doch ein letzter Rest Scham und Ehrgefühl in ihnen gebildet und sie zogen es vor, eine wahnsinnige Mission zur Vernichtung von allerhand Kapitalanlagen der Vori zu planen. Und da ihr mir eher unfreiwillig den jungen Xu zugeführt habt, den jungen Xu zugeführt habt, konnte ich mich von Anfang an ihm gegenüber in einem Licht darstellen, das eben nicht meine Frontale, sondern mein Halbprofil betont, was ich ganz persönlich als meine Schokoladenseite empfinde. Xu kam also zu mir und er erklärte mir mit einem namenlosen und ungeniert unhöflichen Mann, was sie vorhatten und ich bot natürlich meine Hilfe an. Fortuna küsste mich in diesem Moment erneut und ich kann sagen, es war ein ganz besonders leidenschaftlicher Kuss, denn es sollte 2 Gruppen der IC-Brecher geben, was für mich bedeutet, dass ich die Hauptstreitkraft der IC-Brecher auslöschen konnte, sobald sie ihr Werk getan hatten und die Daten dann ganz zweifellos an diese kleine Gruppe gelangen mussten.
Um kurz abzuschweifen, ich werde immer wieder gefragt, warum meine Männer verpflichtend an Theaterunterricht teilnehmen müssen. Und neben der all der für mich hervorstehenden Gründe ist es auch für diesen Anschlag wichtig gewesen. Denn natürlich bewachten meine Männer die IC-Brecher bei ihrem Unterfangen und wurden dann von ihren Kollegen und Freunden angegriffen und nach einer scheinbar entbehrenden und opferreichen Schlacht in die Knie gezwungen. Einige der Hacker musste ich leider entkommen lassen, sodass ich sicher gehen konnte, dass die Daten letztlich dorthin gelangen, wo sie hingelangen sollten. Und es schmerzt mich zu wissen, dass auch vier meiner Freunde bei diesem Stück sterben mussten, weil die IC-Brecher versucht haben, durch kruden und unbeholfenen Einsatz von Schusswaffen sich zu wehren und das Schicksal abzuwenden, was ihnen mehr als gebührt. Nun, vor zwei Tagen sah ich dann wieder Xu und meine Bande. Der letzte Rest der IC-Brecher. Und ich kann von Xu nur hoffen, dass er sich von diesem Abschaum trennt und einer Gruppierung anschließt, die dieselbe Opferbereitschaft aufweist wie er. Er versicherte mir nun, dass die Daten in 6 Tagen veröffentlicht werden. Daten, die Kapitalanlagen der Vori vernichten werden. Daten, die Konzerne, die Medien nicht ignorieren können. Vor allem nicht jemand wie Horizon, der relativ wenig zu befürchten hat als Konzern, da sie sind viel zu kurz in der Stadt, um wirklich dicht mit der Vori verwickelt zu sein. Sie werden es ausnutzen, um ihre Konkurrenten zu schlagen. Und sie werden bestimmt auch ihre mediale Präsenz benutzen, um selbst in der Stadt ein wenig für Aufregung zu sorgen. Und ich denke, viele können sich dem nicht entziehen. Wir haben Namen, wir haben Anlagen, wir haben Geschäfte, wir haben wirklich, wirklich eine Menge. Danach verließ Xu mit den Resten die Stadt. Ich möchte, dass die Veröffentlichung, und ich kann nur hoffen, dass die IC-Brecher in diesem Fall tatsächlich beweisen, dass sie in einer Sache gut sind, denn in der Vergangenheit haben sich da als ziemlich... Nun, sie haben die richtige Atmosphäre geschaffen, um solcherlei Dinge zu tun. Ich möchte also, dass diese Veröffentlichung ein Zeichen wird für die Unterwelt Moskau. Ich möchte, dass sie ein Fanal wird, dass ich nicht länger unter der Vori untergeordnet werden kann, nicht länger untergeordnet werden muss. Ich plane nicht weniger als die vollständige Vernichtung der Vori, denn in knapp einer Woche wird die Krone dieser fauligen Eiche abgeschlagen und ich hoffe danach inständig, mit Hilfe der Falcons mit der Entwurzelung zu beginnen. Noch gibt es bedeutende Kontakte, noch gibt es bedeutende Firmen und eine Vielzahl von wo, aber dies muss sich ändern. In nur 3 Monaten soll jeder, der das Zeichen der Vori aus seiner Haut trägt, wissen, dass dies kein Mal einer privilegierten Gemeinschaft, sondern ein aus Tinte geformtes Todesurteil ist. Ich habe Pläne, ich habe Daten und ich weiß, dass es möglich sein kann. Ein Bündnis zwischen uns beiden. Zwischen den Falcons und meiner kleinen Familie soll der Anfang sein, bevor sich die Unterwelt Moskaus gegen ein Jahrhunderte andauerndes Joch erhebt. Und am Ende sehen wir eine neue Hauptstadt. Eine Stadt, in der viele kleine Gruppierungen ihren Geschäften nachgehen, ganz unbehändigt, die untereinander Handel und Krieg treiben. Doch nie wieder soll die eine Gruppe von elitären Männern und Frauen mit ihren Verwicklungen eine ganze Stadt ins Verderben, ins Chaos stürzen dürfen. Puh, gut gebrüllt, Löwe. Es lag mir auf der Seele, seitdem wir diese kurze Unterredung hatten in diesem Sim-Verleih-Studio. Jojo lächelt ein bisschen. Du wirst verstehen, dass wir jetzt keinerlei Zusagen oder irgendetwas anderes machen können. Was ich dir jetzt anbieten kann, ist, dass wir deinen Fall vortragen und es dann eine Entscheidung geben wird. Wie ihr euch vorstellen könnt, drängt für mich die Zeit. Ich brauche eine Antwort noch in 2 Tagen. Sollte ich dann nichts von euch gehört haben, so werde ich tatsächlich über die Empfehlung Sus nachdenken und meinen Wohnsitz nach Frankreich verlegen. In der Tat gibt es ja wohl nichts Reizvolleres als die französische Frauenwelt. Das ist ein Urteil, das ich mir nicht bilden kann. Aber du wirst in spätestens 2 Tagen eine Antwort haben, egal ob sie positiv oder negativ ausfällt. Natürlich. Dann lasst uns gemeinsam noch etwas Kleines essen, denn in 2 Tagen werden wir uns entweder
so viel öfter oder nie wiedersehen. Jojo nickt. Dann werde ich die Aufnahme jetzt beenden. Er nickt. Dann wird er etwas augenrollend aufstehen. Das Zeichenschraube. Wir hatten auch das ausgemacht. Dann wird er mit was zu essen kommen. Es ist Stuff. Also hier um Lachs, Carpaccio mit Safransoße, Ole oder sowas. Keine Ahnung. Forelle aus dem Karpfenteich. Eieiei. Das noble Zeug. Gibt's auch Störeier? Warte mal, wir sind in Russland, also muss es auf jeden Fall irgendwelche scheiß Fischeier geben, Junge. Aber nur Störeier sind richtig teuer. Na, dann ist es vielleicht nicht direkt vom Stör. Vielleicht Stockfischeier oder so, ich weiß es nicht. Sondern vom Ungestör. Ungestör, sehr schön. Viel Spaß und bleibt geil. Nee, so weit war es tatsächlich noch nicht. Er wartet mit ihm noch ein bisschen essen. Mhm. Dann wird er noch ein bisschen auf Schraube rumhacken. Ab und zu, weil der sich nicht darum kümmert, dass eure Gläser immer nachgefüllt werden und so. Jojo nippt ein paar Mal an dem Wein, aber wird dann hauptsächlich Wasser trinken. Also muss auch gar keinen Wein trinken. Ja, aber jetzt hat er einmal eingegossen und dann trinkt er. Nee, dir nicht. Doch, du hast gesagt, er gießt euch ein, deswegen hat sie ja Danke gesagt. Hä? Ja. Sagtest du. Ach so, dann habe ich aus einer Perspektive gesprochen, von der ich euch mit Demjan und Kaban meinte. Also aus meiner Perspektive? Nee, vom auktorialen Erzähler, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall dir kein Wein eingegossen, wenn du keinen wolltest, explizit. Doch ein Schlückchen halt, aber... Ja, später dann passt schon alles. Einmal nippen und dann passt das schon. Du darfst übrigens mal... Ihr dürft beide mal, wenn ihr Bock habt, Menschenkenntnis machen. Ich tippte das mal kurz meiner. So, das Ganze wird dann aber recht ereignislos vorübergehen. Dann werdet ihr euch trennen. Okay, dann fahren wir zurück. Oh, also wenn wir im Auto sind? Holy shit. Ich glaube, der hat dieselben Daten wie wir. Nur er macht Nägel mit Köpfen. OT, dir ist bewusst, dass da noch jemand mit dem Auto sitzt, ne? Nee, der wird bestimmt mit dem Motorrad extra fahren, oder? Achso, ja gut. Dachte ich mir. Stimmt. Ich habe keine Ahnung, ob das dieselben Daten sind. Ich habe seine Daten jetzt nicht gesehen. Wieder bei Emmy sein wahrscheinlich. Sonst würde er sich das nicht trauen. Vermutlich. Aber ehrlich gesagt bin ich derselben Meinung wie er. Ja, definitiv. Die Gelegenheit ist jetzt so gut wie nie wieder. Und der Typ ist ein absoluter, also vorher hatten wir Person Cola, jetzt haben wir aber noch was noch völlig Schlimmeres. Wieso was Schlimmeres? Also, mit Person Cola kamen wir noch relativ gut klar. Mit Jegor und Tuse. Die waren beide kacke, aber mit denen konnte man noch, also mit Jegor konnte man nicht was arbeiten, aber mit dem. Wieso sollen wir mit dem nicht arbeiten können? Im Gegenteil. Mit dem scheiß Magier? Ach so. Ja. Ich meine, Blatt hat insofern recht, dass der sich jetzt natürlich auch erstmal die Hörner abstoßen muss, aber trotzdem denke ich, dass die Gelegenheit nie wieder so gut sein wird. Nie wieder. Richtig. Wenn die sich erstmal wieder fangen, dann wird es eine Menge Machtkämpfe geben zwischen den Rory, die werden uns damit einspannen und Stück für Stück werden wir dann die Folgen dieser ganzen Geschichte zu spüren kriegen und da habe ich keinen Bock drauf. Eben. Das ist nur noch die Frage, was mein Bruder dazu sagt. Ich glaube nicht, dass er so begeistert ist, aber vielleicht mein Vater. Aber mich anmeckern, wenn ich den übergehen möchte. Er grinst dich an.
Das hat doch damit nichts zu tun. Die kommen morgen vorbei. Oh, wie kommt's? Keine Ahnung. Nicht, dass du dabei warst, als das gesagt wurde. Stimmt, du warst dabei. Ja, ist richtig. Ich war dabei. Aber wie kommt's? Das wusste ich nicht. Weiß ich nicht. Irgendwas scheint die zu besprechen zu haben oder scheint es zu besprechen zu geben. Es gibt einiges zu besprechen, offensichtlich. Naja. Ja, ja, Richtlinienkompetenz, bla. Und hat er wahrscheinlich aus den Nachrichten. Vielleicht. Egal. Man darf gespannt sein, was dabei rauskommt. Definitiv. Du meinst, ihr spannt bis zur nächsten Folge? Es ist schön, wenn etwas tatsächlich länger geplant ist, mal aufgeht und gut funktioniert, nicht? Für mich war auch mit am besten, dass irgendwie vieles logisch zusammenpasste und die Spieler voll in meine Richtung gearbeitet haben. Aber ich fand es auch übel geil, zum Beispiel, dass Diddy auf den Schluss gekommen ist, dass der neue Worry-Chef die Bones gefickt hat und Nietzsche gefickt hat und so. Was ja tatsächlich nahe liegt, aber das ist einfach was, an was ich nicht gedacht hatte. Und das passte sehr schön. Ne? Aber die Wahrheit macht immer noch mehr Spaß. Wenn es die Wahrheit ist, was der alte Mann erzählt hat. Ich meine, den kann man offensichtlich nur so halb trauen. Naja. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Eisbonbons.